Hallo Freunde, so entfernen Sie kostenlos Viren von einem Computer oder Laptop unter Windows 10, 8 oder 7. Wir werden einen Virenscanner auf einem Computer mit dem kostenlosen Programm Malwarebytes 3.0 durchführen. Dieses Dienstprogramm schützt Ihren Computer vor Rootkits, Malware und Spyware, blockiert die Verschlüsselung von Dateien für spätere Erpressungen und bietet zuverlässigen Schutz bei der Arbeit im Internet. Ich werde nur am Beispiel dieses Virenprogramms zeigen, wie man Viren entfernt. Dies ist keine Werbung, es gibt viele andere Antivirenprogramme. Das Prinzip Ihrer Arbeit ist jedoch sehr ähnlich. Und wenn Sie Ihren Computer auf Viren prüfen müssen, können Sie jedes für Sie geeignete Prinzip nach dem von mir gezeigten Prinzip anwenden. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Gehen Sie zum Programm-Website. Folgen Sie dem Link in der Beschreibung, laden Sie es herunter und installieren Sie es. Nach der Installation wird der Computerschutz gegen Viren automatisch aktiviert. Sie müssen jedoch einen Scan durchführen, um Viren zu erkennen und zu entfernen, die früher in das System eingedrungen sind. Starten Sie das Programm, indem Sie auf das Symbol in der Taskleiste klicken und auf die Schaltfläche Scan ausführen klicken. Das Dienstprogramm durchsucht den Arbeitsspeicher, überprüft die Startdateien und die Windows-Registrierung. Danach beginnt eine lange Überprüfung aller mit dem System verbundenen Festplatten und eine heuristische Analyse. Nach dem Scan bietet das Programm eine Liste von Objekten zur Bearbeitung und zum Löschen an. Dadurch werden wichtige Dateien in automatischen Modus vor versehentlichem Löschen geschützt. Leider kann eine Infektion und anschließende Behandlung von Viren das Betriebssystem, die Programm und Dokumente irreparable beschädigen. Windows kann während des Betriebs Fehler erzeugen, ein Programm verlieren ihre Funktionalität und werden nicht mehr gestartet. Wenn Sie Systemwiederherstellungspunkte aktivieren haben, können Sie das System auf den Zeitpunkt der Infektion zurücksetzen oder Windows in den ursprünglichen Zustand zurückversetzen. Wir haben dies in unseren vorherigen Videos überprüft. Ein vollständiger Scan des Systems hat einige Zeit in Anspruch genommen und das System hat mehrere Bedrohungen festgestellt. Wir wählen sie aus und isolieren sie. Dies schützt das System vor weiterhin Infektionen. Sie können Dateien immer aus der Quarantäne wiederherstellen, wenn sie versehentlich dort eingegangen sind. Oder umgekehrt, löschen Sie Ihre Datei für immer von dort. Denken Sie daran, dass durch das Entfernen von Bedrohungen aus der Quarantäne Dateien von der Festplatte des Computers gelöscht werden. Wenn Sie diese Dateien wiederherstellen müssen, verwenden Sie in Zukunft Hetman Partition Recovery. Wir haben eine ganze Reihe von Videos dazu in unserem Blog. Weitere Informationen zum Wiederherstellen von Dateien, die von einem Antivirenprogramm gelöscht wurden, finden Sie in unserem Blog. Links zum Artikel finden Sie in der Beschreibung.
Um zu verhindern, dass Viren auf Ihren Computer gelangen, müssen Sie ein Antivirenprogramm drauf installieren. Das in Windows 10 integrierte Windows Defender Virenschutzprogramm ist übrigens auch sehr gut. In einem der folgenden Videos werde ich Ihnen auf jeden Fall erklären, wie Sie es richtig konfigurieren und verwenden. In der Zwischenzeit ist das alles. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal. Wenn Sie noch Fragen haben, stellen Sie diese in den Kommentaren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und tschüss.